Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal WOT Kleiner Panzerfreund. Ihr seht, in der Garage habe ich jetzt heute den T-34 rausgeputzt. Ist aber kein Gameplay von mir, das ich euch heute zeige. Ich hatte ja vor ein paar Tagen eine Abstimmung gemacht. Die Mehrheit hat sich für den T-67 entschieden. Und der Spieler Tankdrossel, der sich auch beteiligt hatte an der Abstimmung, hätte sich gern den T-34 angeschaut. Er war sehr enttäuscht. Sein Ehrgeiz war geweckt. Er ist mit seinem T-34 aufs Schlachtfeld rausgefahren, hat dort eine ganz kesse Sohle aufs Parkett gelegt und das Replay hat er mir zur Verfügung gestellt. Ich habe mir's angeschaut, war begeistert, hab's kommentiert. Es ist fertig und das zeige ich euch jetzt. Und an dich, Tankdrossel, vielen Dank, super Leistung. Wir sehen uns. So, jetzt sind wir schon im Gefecht und zwar auf der Karte Redshire. In einem Tier 5er Standardgefecht. Wenn man das Team anschaut, liegt die Siegeschance bei 48%. Er hat also leichte Nachteile. Im gegnerischen Team scheint der KV-1 erfahren zu sein, der T-25 und der Durchbruchswagen 2. Ja. Im Team vom Tankdrossel ist es der KV-1, der Chinookai, der T-34, also die Tankdrossel, der Typ 34 und der Hetzer. So, ich schalte jetzt gerade mal kurz an. Wenn man jetzt von dieser Basis hier, also von unserer Basis aus schaut, dann gibt es hier jetzt drei Linien, die man eigentlich überwachen, verteidigen muss. Das ist einmal die Nullerlinie. Die Einserlinie, also die Nullerlinie ist die linke Flanke, die Einserlinie ist die rechte Flanke von der Basis aus gesehen und natürlich strategisch der Hügel, denn vom Hügel kann man in alle Richtungen wirken. Sinnig ist es auf jeden Fall, dass jemand in der Einserlinie steht, die Einserlinie besetzt, bei 1C, 1D sich erstmal hinstellt. Und auf jeden Fall sollte sich auch jemand hinstellen bei D0. Das ist ganz wichtig. So, wenn es jetzt beim Spielen etwas ruckelt, dann liegt es nicht an mir, sondern es liegt an Wargaming. Die haben da einen Bug in der Version 0.94 drin, streiten natürlich wieder alles ab. Es wird an der Mods liegen, das ist Unsinn. Das Ruckle bekommt man nur dann weg, wenn man in die freie Kamera an sich geht. So. So, ich zeig's euch jetzt, wie es ruckelt. Seht ihr, der Panzer, dann fährt er wieder vor. Das ist ein Fehler, das ist ein Bug. Das liegt nicht an dem Mods. So, was er jetzt macht, ist ziemlich keck, weil er ist jetzt hier auf dem offenen Feld. Er hat keine Deckung. Es ist schon gewagt, weil er hat momentan noch keinen Backup-Schutz. Der KV-1 und die S-35CA ist noch bei B3. Ideal wäre es, wenn die bei C1 stehen würde oder D1 stehen würde. Da könnten die beiden seine rechte Flanke schützen. Denn im Gegnerteam haben wir ja einen T-25, einen T-34, wir haben einen M4 und die sind auch schnell. Die können hier schon da vorne bei F1 könnte stehen und da wird er gespottet. So, deswegen ja von der Unten, also die können ihn spotten, die können ihn beschießen, es ist gefährlich. Macht es aber richtig, er bleibt ständig in Bewegung, damit er kein leichtes Ziel abgibt. Jetzt rückt der, wenn ich es richtig sehe, der Lodur, der KV-1, rückt jetzt vor. Und jetzt hat er auch einen Flankenschutz. Das halte mal hier mal kurz an. Und der ist jetzt hier auch, steht er eigentlich recht gut, wenn er jetzt hier über die Kuppe peilt, kann er nicht mehr beschossen werden.
Ja, und das ist der Nachteil des T-34. Da gibt es Panzer wie der M4 mit der 10-5er. Der hätte ihn jetzt vielleicht weggeschossen mit einem Schuss. Und der T-34 hat halt einen sehr geringen Alpha-Schaden. Und wenn man nicht genau einzielt, man hat es eben gesehen, bei dem T-46, dann fliegt die Granate überall hin und nur nicht ins Ziel. Die Stärke von dem T-34 ist, wenn man sich irgendwo mal hinstellen kann und kann wirklich seine schnelle Schussfolge richtig ausnutzen und kann da 5, 6, 7, 8 Schüsse die Gegner reinjagen. Dann ist der natürlich gut. Der hat so einen Konflikt. So, jetzt ist natürlich nicht der M4, was ich vermutet habe, oder der T-34 da vorne. Da kommt jetzt der KV-1S. Sehr schön. Und jetzt nochmal hin ins Heck. Ah, das ist jetzt halt die Streuung der Kanone. Schade. Die ISO 85B, die wartet auch schon auf den Treffer. Ja. Aber ihr habt es gesehen, die Einzelzeit liegt bei 2,3 Sekunden, die Schusszeit bei 2,15. Ich weiß jetzt nicht, ob er da jetzt einen Ansetzer eingebaut hat. Ich würde es nicht machen, also ich habe in meinem keinen Ansetzer drin. Denn es bringt nichts. Was bringt mir Ladezeit von 2 Sekunden, wenn ich 2,3 Sekunden einziehen muss? Es bringt gar nichts. Ich habe mal einen Lüfter eingebaut, eine entspiegelte Optik und noch einmal Scherefernrohr. Und jetzt kann er die hohe Schussfrequenz nutzen. Und jetzt kann er den KV-1 schön die Murmlerei drücken. Jetzt ist er eingezogen und jetzt geht's drauf. Du wirst ganz schwindlich. Ja, noch ein Blindschuss hinterher. Perfekt gemacht. Der T-46, der wartet doch auch schon, dass er abgeschossen wird. Guck mal, der. 370 Meter. Jetzt wird er unsichtbar. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ich habe jetzt angehalten. Der stand hier, war also im Sichtbereich, weil es Scherefernrohr war aktiv. Er hätte ihn eigentlich die ganze Zeit sichten müssen. Warum, dass der jetzt unsichtbar geworden ist, ich weiß es nicht. Aber ist egal, er hat ihn ja weggeschossen. Steht 7:9, ist immer noch spannend. Hat bis jetzt noch volle HP, 450, ist sehr gut. Ihr seht es wieder, er ruckelt leicht, der Panzer. Das ist dieser Fehler. Das kriegt man nur raus, wenn ich jetzt in die freie Ansicht gehe, dann ist es weg. So, die Stutt ist gekettet. Warte mal drauf. Was ist denn jetzt? Das wird so unsichtbar. Ja, okay, das kann ich verstehen. Die Stutt steht im Busch. Ist ein Jagdpanzer, hat wahrscheinlich Tarn jetzt dabei, der ist dann aktiviert worden. Sehr schön. Sehr schön, ist auch weg. Jetzt haben wir noch da aber einen M4, wir haben noch einen VK. Die spuckt du auch noch irgendwo rum. Und dahinter noch ein... jetzt ist er weg, der T1 Heavy. 9:10, der Abstand wird geringer. Jetzt kommt der T1 Heavy von hinten. Jetzt muss er aufpassen, schon kommt er gleich in den 2-Fronten-Krieg. Aber die S35C heißt auch noch da. Ach, guck mal da. Der VK kommt. Ja, bleibt immer schön Bewegung. Der Tankrossel. Dadurch, es wird ja unsichtbar. Dadurch hat er es nicht so einfach. Schießt dann brennend. Das ist nämlich auch ein Schwachpunkt. Ich meine, es ist schön, dass er ein Brennen schießt, aber es ist wieder Wargaming. Von vorne den Motor brennend zu schießen, ist Blödsinn.
Die deutsche Panzer haben zwar alle ihr Getriebeübersetzung vorne, weil vorne die Ketterräder angetrieben werden, aber wenn ich vorne eine Granat reinschieße, fängt hinten der Motor nicht an zu brennen. Das haben die jetzt bei den großen Tiers, ich glaube bei Tier 8, 9 und 10 gefixt. Dann heißt zwar Motorschaden, weil die nicht unterscheiden zwischen Getriebe und Motor, weil das Getriebe ist dann kaputt, aber er brennt nicht mehr. Bei der Kleine ist es immer noch so, wenn man vorne drauf schießt, brennt hinten der Motor. Sehr schön. Gut, auch weg. 11 zu 11, ein Putt momentan. Aber der T1 Heavy, der ist noch voll. Ah, die SCA macht auch ihren Job. Das ist das, was man halt braucht. Man braucht Teamplay, Teamunterstützung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So, jetzt wird er in die Mangel genommen. Oh, die SCA hat Nummer 1 reingedrückt. Jetzt muss er in den Rückzug gehen, in die Defensive. Und jetzt wird Tankdrossel von hinten flankieren und... Voilà, okay, das kann passieren, aber jetzt... Erwischt! Weg ist er. 5 Kills, über 2000 Schaden. Hervorragend. Jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Schöne Panzer. Besonders, weil ich den Skin so schön gemacht habe. Ja, man darf sich auch mal loben, oder? War ja auch viel Arbeit. So, wir haben jetzt bloß noch 2 Artis im Spiel. Ein Zug noch. Aha. Die Adis, die müssen jetzt weg, die haben es immer verdient. Der Spieler Zieger schreibt auch, don't cap. Wir haben noch 6 Minuten Zeit, ich würde jetzt nicht cappen. Ich würde die Adis jetzt langsam zu Tode quälen. War das jetzt böse? Nee, das ist die Tatsache. Artillerie muss man zu Tode quälen. Da würde ich jetzt auch hinfahren, weil das ist eigentlich die Position, wo sie... Ach, guck mal da. Frech sind sie auch noch. Naja, jetzt kämpfen sie natürlich, verstehe ich auch. Weil die Kollege im Team, der Luguri, der KV-1, der ist zu langsam und die S-35CA ist auch zu langsam und da ist es jetzt die richtige Entscheidung gewesen, von der Teamkollege zu cappen, um mal sicher zu gehen. Also der Sieg ist sicher, wenn jetzt die Tankdrossel vorfährt und noch eingreifen kann, es sei ihm gegönnt, vielleicht kriegt er noch den Krüger, es ist spannend, bis zum Schluss. Entschuldigung. Beide resettet. Clever gemacht. Clever gemacht. Ja, Spiel ist vorbei. Ich habe jetzt angehalten, schon wäre das aus dem Spiel rausgegangen. Die Basis ist eingenommen. Das Spiel ist gewonnen. Die Tankdrossel hat den Kill jetzt nicht mehr bekommen, aber er hat den Krieger mit 6 Kills. Hervorragend. Und jetzt gucken wir uns nochmal kurz die Gefechtsauswertung an. Also, bis gleich. Ja, jetzt sind wir bei der Gefechtsauswertung. Und natürlich, das war ein meisterhaft ein Panzerass, ganz klar. Dann Fire of Effects, dann der Schläger und natürlich der Verteidiger hat ja zum Schluss alle beide Artis noch einmal einen Treffer verpassen können, dass er komplett die Base zurückgesetzt hat. Natürlich ist Großkaliber. Und natürlich, wie ich gesagt habe, das reicht auch, 6 Kills haben gereicht für die Krieger.
Wenn man jetzt hier sich da anschaut, welche Panzer er da alle angeschossen hat und abgeschossen hat und aufgedeckt hat, ist das schon eine hervorragende Leistung. Jetzt gucken wir uns gerade mal das hier an. Er ist mit dieser Leistung auf Platz 1 mit 2524 Damage, 6 Kills und 1369 Erfahrungspunkte. So, und jetzt gucken wir uns das mal im Detail an. 49 Schüsse hat er abgegeben. 37 Mal getroffen. 32 Mal penetriert. Der Schaden habe ich schon genannt. Ein Schuss hat er einstecken müssen. Drei Panzer hat er aufgedeckt. Vier hat er beschädigt. Sechs hat er zerstört. Und er hat nochmal 487 Damage gemacht durch Spotting. Und er hat 99 Punkte, weil es war ja schon ziemlich weit fortgeschritten, der Cap, 99 Punkte bekomme für den Reset der Basis und hat eine Strecke von 3,3 Kilometer zurückgelegt. Also Tankdrossel, alles klasse gemacht, man hätte es nicht besser machen können, super, Glückwunsch, wunderbar, hat mich gefreut. Und hier noch ein Aufruf, jeder von euch, der jetzt dieses Gameplay gesehen hat oder dieses Replay, dieses Gastreplay gesehen hat und ist angespornt, der kann man das gern zuschicken. Da soll man das einfach mitteilen, Wort-Replay hochlade, ich lade es runter, ich kaum was an, ich kommentiere es, ich stelle es ein und gut ist. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Kommentare freuen, über Likes freuen und über noch mehr Abonnente. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.